Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist unglaublich lange her, dass ich ein Video gemacht habe auf YouTube. Aber genau deswegen freut es mich umso mehr, jetzt wieder Videos zu machen. In diesem Video geht es runter nach Sizilien ans Meer. Wir werden versuchen, selbst zu segeln. Wir werden über FPV-Racing-Drohnen reden. Wir werden diese auch selbst fliegen. Also rede ich jetzt einfach gar nicht zu lange herum und wir starten direkt los. Okay, lass mich dieses Video mit einer kurzen Story beginnen. Als ich so 14, 15, 16 war, war ich verliebt in alles, was geflogen ist. Als ich von Racing-Drohnen gehört habe, war ich verrückt nach dem Zeug. Okay. Mega geil. Ich habe also angefangen, mit meinen eigenen Racing-Drohnen zusammenzubasteln, mir Teile zu bestellen etc. Allerdings sind die immer ziemlich schnell kaputt gegangen, weil ich halt nicht in Simulatoren oder so geübt habe, sondern immer sofort rausgehen wollte und sie ausprobieren. Und dann habe ich das irgendwann aufgegeben, weil es auf die Dauer einfach für mich damals in dem Alter vor allem viel zu teuer war, die ganze Zeit Teile nachzubestellen und die ganze Zeit Drohnen zu schrotten. Jetzt aber ungefähr 6 Jahre später versuche ich mich nochmal dran und hoffe, dass es diesmal besser läuft. Ich bin jetzt eingestiegen mit der DJI FPV-Drohne und ich würde sagen, ich habe aus meinen Fehlern aus der Vergangenheit gelernt, denn ich habe jetzt tatsächlich sehr viel im Simulator geübt und ich denke, ich bin jetzt so weit, dass ich meinen ersten Flug machen kann und deswegen sind wir heute hier. Later. Hast du schon erklärt, was wir jetzt machen? Nee, magst du das übernehmen? Soll ich es für dich machen? Ja. Okay, also wir fahren jetzt nach Sult raus, weil da gerade zu viele Menschen waren. Und ich glaube, es geht darum, dass wir halt die DJI FPV-Drohne testen mit der GoPro Hero 10, oder? Ja, ja, genau. Also das war der Plan des Videos. Yo. Wir sind angekommen. Yeah. Yes. Wir sind jetzt hier, die Sonne hier gerade am Untergehen. Wir sind Spot gefunden. Kommt, du bist jetzt ernst. Ja, ganz ernst. Machst deine Witze mehr zu Spots? Nein, G-Spot. Hast du schon mal mit der DJI FPV geflogen, Moses? No, it's my first time. That's what she said. Oh, ich hab schon mal gefunden. Das wird ein lustiger Flug. So, das ist jetzt mein allererster Flug mit dieser DJI FPV und der GoPro Hero 10 obendrauf für die optimale Bildqualität. Und es geht gar nicht darum, jetzt die schönsten Aufnahmen zu machen, sondern einfach die Drohne abheben. Ja, ja. Safe? Safe. Sondern einfach darum, die Drohne nicht zu crashen. Das ist das Goal von heute. Leider habe ich meine GoPro auf der FPV-Drohne falsch eingestellt und das Videomaterial hat nach verschwommenem Matsch ausgesehen, wie ihr hier sehen könnt, da die Rauschunterdrückung viel zu sehr eingegriffen hat. Ist aber weiter nicht schlimm, ihr seht jetzt einfach TomToms Aufnahmen, der ist eh schöner geflogen als ich. Die sind mit der DJI FPV integrierten Kamera, welche auch 4K aufnehmen kann, gemacht. Danke an den TomTom für das Videomaterial, schaut gerne auf seinem YouTube-Kanal vorbei und für mich ist es jetzt Zeit für einen ganz anderen Flug. Wir sind jetzt in Sizilien gelandet, in der Marina, im Hafen von Ragusa. Ich hoffe, man hört den Ton, weil es ist sehr windig. Und hier steht jetzt das Boot, das werden wir uns genauer anschauen. So, wir sind hier jetzt auf dem Boot, auf der Amel Super Maramu. Es ist ein Zweimaster und wir sind jetzt 5 Tage hier auf dem Boot. Es ist so hell, ich sehe gar nichts. Es ist Familienurlaub, wir schlafen tatsächlich auf diesem Boot. Es gibt 6 Schlafplätze. Das ist hier der Hafen um uns herum. Support, man liegt hier so nebeneinander einfach. Alles Nachbarn. Wir sind hier unten am südlichsten Punkt von Sizilien, mehr oder weniger. Und man sieht hier Boote aus überall, aus Kanada, die quasi gerade Weltumrundungen machen und hier gerade entweder zum Überwintern oder nur kurzfristig anlegen. Es ist voll interessant eigentlich. Zurück zum Vlog. Wir schauen mal, was der Tag für den Plan ist, der Plan für den Tag ist. Und ja, let's see. Bevor wir segeln und bevor wir ins Meer stechen, in See stechen, sagt man, fahren wir noch nach Ragusa in die Altstadt. Hast du eine Karte?
Nein, nein, hast du nicht, das ist in der Geldbörse. Nein, ich hab's ja vergessen. Nein, Moses. Wir kommen jetzt nicht raus. Das stimmt nicht, da werde ich jetzt wahnsinnig. Nein, jetzt. Nein, wirklich. Gibst du mir den Schuh? Den Schuh? Nein. Den Schuh? Nein. Klatsch. Nein, sag es wirklich. Nein, ich habe eher eine Karte. Oh. Wir hätten gar keine Karte gebraucht, um da rauszukommen. Ich glaube, jetzt habe ich den Autoschlüssel vergessen. Das war jetzt aber bodenlos. Das war bodenlos. Wir sind jetzt kurz nach Ragusa gefahren, aus einer Stadt im Süden von Sizilien. Und die wurde ins UNESCO-Welterbe aufgenommen, aber die Fakten sind langweilig. Deswegen würde ich sagen, lasse ich die Bilder sprechen und zeige euch das Ganze. Up out of this level, I'm trying to be number one.